Das war eigentlich eine Zeit, wo ich Ruhe hatte zum Nachdenken. Und das war für mich sehr positiv. Und ich war ganz traurig. Ich saß ja in mein Homeoffice am Holzweg und guckte immer auf die Leute am Holzweg und war aber ganz unglücklich. Ich brauche die Kommunikation. Das ist für mich lebenswichtig. Einfach, dass wir nicht mal die Familienangehörigen besuchen konnten. An Ostern, Sonntag saßen wir im Garten, da hatten wir Glück, da war es schöne Sonne. Wir saßen beide auseinander, das war mal eine Freude, die Familie wieder bei sich zu haben. Und ganz schade fand ich auch, ich mache ja am Schlossstraßen, wo immer Donnerstag, Geschäfte waren zu, keine Blumenläden geöffnet, Nordsee geschlossen. Es war so eine schlimme Einschränkung. Also ich habe da richtig mitgelitten, auch mit diesen Geschäftsinhabern. Mit der Familie, mit den Enkeln. Und das Schöne daran ist, ich spüre da viel Liebe und gegenseitige Achtung. Und es ist einfach schön. Am Abend meines Geburtstags werden wir ins Schlossparktheater mit engeren Familienangehörigen gehen. Eigentlich sind wir wunschlos glücklich. Wir haben alles, was man braucht. Und die Gesundheit wünschen wir. Und ja. Gesundheit wäre ein echter Wunsch. Wir sind eigentlich sehr froh, dass die Firma schon fast 60 Jahre überlebt hat. Und das ist zu verdanken, sowohl der Geschäftsführung als auch allen Mitarbeitern. Es ist ein Teamwork, eine Firma am Laufen zu halten und sie wachsen zu lassen. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Das kann ich auch bestätigen. Die Firma war ja immer unser erstes Kind. Wir haben ein Leben lang unser Herzblut in die Firma gesteckt und uns gefreut, wenn die Firma wächst und gedeiht und die Mitarbeiter zufrieden sind und lange bei uns arbeiten. Und mein Wunsch wäre natürlich, dass die Firma auch mal in die nächste Generation, also in der nächsten Generation auch noch ein Familienbetrieb wäre. Das ist so mein heimlicher Wunsch. Ja. Es ist einmal der gute Geist, der in der Firma ist. Es ist die Innovation. Wir haben eine große Entwicklungsabteilung und früher war ich mit Begeisterung auch der Entwicklungsleiter, eigentlich das Mädchen für alles, sowohl im Außendienst wie im Innendienst und alles hat Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass die Firma auch auf einem guten Weg ist, zukunftssicher zu sein. Auch für mich ist auch ganz wichtig, dass der Firma weiterhin gut geht, dass die Mitarbeiter glücklich sind und wir nützliche Dinge für die Umwelt herstellen können. Jetzt auch Impfstoffforschung ist eine ganz tolle Sache, dass wir da so gut beteiligt sind. Also ich wünsche auch allen Mitarbeitern alles Gute und danke Ihnen auch allen für die tolle Zusammenarbeit. Und ich möchte auch noch erwähnen, wie glücklich wir sind, dass unsere Tochter Alexandra in dem Geiste, den ich hier eingeführt habe, mit Menschenliebe, Fairness und allen guten Eigenschaften die Firma weiterhin gut führt. Darüber sind wir beide sehr glücklich. So ist es. Vielen Dank.